by meal Pistol Shane. You've heard it all before, but let me try to explain. By meal Pistol Shane means that you're grand. Ja, hallo, sind wir schon live? Eins, zwei. Also, wir sind live. Okay, cool. Wir müssen hier noch ein bisschen sortieren. Kurz vor Schluss hat es dann doch mal funktioniert. So, begrüß doch du mal, Phil. Ja, schönen guten Tag, dass ihr da seid, dass du da bist, Boris. Ja, Tag auch. Hinweis, warum wir so ein bisschen hektisch noch sind und so hin und her klicken, da wir diesmal über meinen PC aufnehmen und streamen, hatten wir uns natürlich in Vorbereitung die Woche schon mal getroffen, das ist alles vorbereitet. Und jetzt, gerade als wir uns vor einer halben Stunde treffen wollten, hat Skype und alle Programme gesagt, wir müssen uns nochmal alle updaten. Ja, und dann hat es, also der Rechner von meiner Family hier, der ist auch so langsam, dass die Installation lang dauert, dass das überhaupt das Programm zu starten lang dauert. Und naja, wir haben es gerade so in letzter Sekunde noch geschafft und wir freuen uns, dass du da bist. Und wenn du dich fragst, wo bin ich denn eigentlich gerade? Du bist bei mir bist du schön Podcast, Swingtanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. So ist das. Da war ich am letzten Tag des Jahres hat es doch nochmal funktioniert. Wunderbar. Ja, und ich hoffe auch, also es sieht so aus, als wenn alles funktioniert. Du kannst uns gerne mal ein Feedback geben, wenn du uns siehst oder hörst. Da ist, ne? Ich gucke mal ganz kurz, ob dein Sound auch über Facebook kommt. Ja, das wäre gut. Ja, doch. Es klang so. Es klang so, dass deine Stimme so da ist. Meine Fresse, da sind wir jetzt aber langsam aber Profis. Ja, es ist aber echt immer wieder eine Challenge hier mit diesen technischen Voraussetzungen. Ja, ich habe jetzt auf dein Anraten jetzt die letzten 25 Minuten beim Update von Skype auch dazu genutzt, hier Szenen einzurichten. Ja, ich cool. Das ist draufklicken. ja, noch brauchen wir es ja wahrscheinlich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine coole Spielerei. Ja, hi Torge, hi Kerstin, super, dass ihr da seid. Freut uns sehr, unsere wie sagt man, am meisten zuschauenden Zuschauer. Menschen. Das ist sehr cool. Ja, ja cool. Oh Gott, haben wir das geschafft. Ey, das ist immer eine schwere Geburt. Ey, das ist wirklich, das ist so 2020 so für mich, ne? Steht im Zeichen der Digitalität oder des Digitalen, ne? Wenn man da immer hört, ja, mit Livestream und dies, das und einrichten und macht doch alles digital. Yes, ja, mach doch mal eben. Also, das ist ja kein Thema. Ich sag's mal so, ne? Es ist ernsthaft nicht wirklich kompliziert. Also das ist es ja. Nee, das stimmt. Es ist wirklich so, es ist sehr, sehr einfach und man kann es machen. Und jetzt kommt das große Aber. Es fehlt meistens dieser eine Klick, dieser eine Button, den man drücken muss, der eine letzte Schritt. Und den zu finden, ey, das ist... Und dann auch noch hier Cross-Platforming heißt es ja, habe ich gelernt. Du mit Apple-Geräten, ich mit Windows-Geräten. Heute bin ich ja auch ein Windows-Gerät, aber ja, natürlich, dann ist es nochmal eine Ecke herausfordernder. Ja, ich denke auch, ganz, ganz viele mussten sich ja mit digitalen Sachen beschäftigen dieses Jahr. Und wir haben dazugelernt. Also ich habe irre viel gelernt hier. Auf jeden Fall. Mit Sachen, digitalen Sachen. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, und du merkst es schon, wir sind heute im Jahresrückblick. Wie sollte es anders sein? Der letzte Tag des Jahres, der letzte Livestream, der letzte Podcast für dieses Jahr, um mal zu sagen. Wir haben natürlich geplant oder wir planen weiterhin weiterzumachen und wir hatten eine Menge Spaß bei dem Podcast, den wir bis jetzt schon aufgenommen haben, live gestreamt haben. Die ganzen Interviews, die wir geführt haben. Und wir freuen uns jedes Mal über das tolle Feedback, was ihr uns gebt. Meistens war es toll, ich weiß jetzt gerade keine Kritik, aber auch wenn ihr Kritik schickt, dann. Es gab halt keine beleidigenden oder unverhältnismäßige Kritik. Nee. Es gab ein paar Tipps, was wir verbessern können, genau. Das ist am Anfang vor allem. Und jetzt haben wir. Ich hatte letztens auch nochmal eine schöne E-Mail bekommen. Ich habe mich weitergeleitet. Auf jeden Fall auch nochmal ein ganz, ganz tolles Feedback. Und ja, super. Ja, toll. Freut uns, dass ihr uns auch weiterempfehlt. Und vielen Dank dafür. Wir hatten am Anfang ja auch gar nicht gedacht, dass das dann regelmäßig doch so viele zuhören und zugucken. Ne? Also das war eher so eine Sache so aus dem Bauch heraus. Wir haben uns häufiger mal getroffen und unsere Gedanken irgendwie untereinander getauscht und haben gedacht, ach,
lass doch mal gucken, was man so machen kann. So ein Podcast gibt es noch nichts. Und wir hatten ja nicht gedacht, dass dann plötzlich 2020 alles so digital wird und Podcasts dann vielleicht auch Nee. die Wahl sind, sich mitzuteilen. Also wir haben das nicht initiiert. Also wir nehmen es da zurück. Ne? Da Nicht unsere habe ich Schuld. gerade schon gerade eben noch gesehen, in meiner Timeline wurde noch eine Werbung gemacht. Wusstest du, das wusste ich gar nicht, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich glaube, wir haben das schon mal gesagt. Aber ich habe das irgendwie überhört, dass ja Swungover jetzt einen regelmäßigen Podcast auch hat. Ah nee, habe ich auch Den nicht mitbekommen. Aber Swangover ist auf jeden Fall mega cool. Integrated Rhythm Podcast. Swungover Podcast, der hat jetzt schon 6 Folgen, ist auch ganz, ganz neu. Nice, Die okay. probieren sich da auch aus. Wie heißt der Bobby? Bobby White, Bobby genau. White. Top. Also habe ich gerade heute gesehen, habe noch nichts gelesen, noch nichts gesehen dazu, nur eine Werbung gesehen, mal kurz angeklickt. Ja. Ja, cool. Ja, wir hatten ja auch gesehen, dass es auch aus England eine Genau. Podcasterin gibt, die jetzt auch Die hatten wir Interviews ja führt, zum Beispiel Anfang mit des Jahres Sarah schon mal Strong und so. benannt, ne? Vor Ja, stimmt. 1000 Ja, Jahren. ich weiß gar nicht, ob es Mitte des Jahres war oder ob es Anfang des Jahres war. Ja, jedenfalls, ja, auch sehr, sehr cool, dass es da mehr gibt. Und ja, aber soweit wir wissen, sind wir in Deutschland zumindest die einzigen Deutschsprachigen in dem Raum. Und ja, freut uns natürlich. Und freut uns natürlich auch, wenn ihr uns regelmäßig hört. Aber falls wir irgendwas also nicht mitbekommen haben, könnt ihr uns sehr gerne Bescheid sagen. Da hören wir auch ganz gerne mal rein. Und wir versuchen ja einfach erstmal irgendwie klarzukommen, so das erste Jahr, mal zu gucken, was passiert. Und wenn es Ja. dann auch noch interessant ist und vielleicht ein bisschen entertaining und vielleicht auch ein bisschen kurzweilig, dann ist das ja alles ganz gut. Wir haben also bei der Vorbereitung haben wir gesehen, ne? Podcast Nummer 36, im Schnitt haben wir 3 pro Monat gemacht. Es war ja eigentlich anders geplant. Oh, ja, krass. War ja Stimmt, eigentlich ja. ganz Es war anders. ein bisschen, gemischt. Ne? Also es war jetzt letzten Wochen war das tatsächlich so, dass man jetzt, also es ist, ich glaube, es ist die vierte Woche. Wir hatten mal eine längere Pause. Dafür hatten wir in dem ersten Lockdown das wöchentlich gemacht. Und ja, aber im Schnitt drei ist schon Also nicht wir hatten uns schlecht. ja, wir können ja mal, wollen wir noch ein bisschen socialen? Ja, ne? Wir hatten ja noch so 2, 3 Sachen, hatten wir noch rausgesucht. Ne? Dann können wir ja Ja. gleich in den Jahresrückblick. Ja, sicher. Ja, erstmal wichtigstes Social Event, ne? Ein Jahr Podcast, ne? Das haben wir irgendwie Genau. verschlafen, Ja, den exakten Termin. das war der 1.12., aber das können wir ja nächstes Jahr uns mal in den Kalender eintragen. War auf jeden Fall, also hat mich jetzt sehr gefreut, als ich das realisiert habe, so, oh, es ist schon wieder ein Jahr rum, krass. Dann ist so immer so mit seinem Hustle drin, dann muss es irgendwie den Podcast planen und hier und da und das alles natürlich technisch nochmal gucken, dass alles stimmt, die letzten Updates von Skype in dem Fall bei uns. Ja, das stimmt. Und ja, dann ist man so drin, dass dann vergisst man schnell mal diese Sache. Aber ja, das wollen wir auf jeden Fall nochmal mit dir anstoßen. Aber ich habe noch eine Tasse. Oh, ich habe hier auch Prost. meinen Club Mate, ja. Oh ja, Prost. Genau, ja, und auch Torge, Kerstin, wer sonst noch zuhört, Prost. Schön, dass ihr dabei seid von Anfang an oder zwischendrin reingekommen. Sehr Ich glaube, nice. Torge war, hat den später gefunden, hat er, glaube ich, geschrieben gehabt, ne? Ja, Und Kerstin war ja von Anfang an immer dabei und hat uns auch Kerstin ist ja super überall. viel Feedback gegeben. Ja, Auf YouTube sehr ganz cool. viel, ne? Auf YouTube habe ich Ja, genau, etliche auf Sachen YouTube. gesehen. Und da muss man sich einfach mal insbesondere bei euch beiden bedanken, ne? Aber auch bei anderen, die dann immer gesagt haben, hier auch in was es da alles gibt, ne? WhatsApp-Gruppen oder wie man sich immer organisiert. Kommt hier mal rein, vielleicht ist das ganz interessant. Also vielen, Super vielen, gut. vielen Dank für Echt diesen, wie toll. nennt man das, Support, ne? Ist das Support? Ja, es ist Support. Support. Spread the Ja, word. dann was halt ist, ne? Man kann es gar nicht mehr hören, aber es gibt alles auch natürlich virtuell, alle Workshops. Ja, Snowball Ja. virtuell ist jetzt gerade. Snowball ist ja so einer der großen Swingtanzveranstaltungen eigentlich über so die Rest-Weihnachtsfeiertage bis über Silvester. Du warst auch schon mal da, ne? Im Snowball, ja, war ich schon dreimal, glaube Ich war auch ich. schon mal da. Das ist so, ist das eigentlich, ist in welche Stadt ist es denn? Ist es Stockholm. direkt Stockholm? Ja, Ja. genau. Ist ein super tolles Hotel. Was ich ganz cool fand, ist, dass diese Events in dem Hotel sind, wo man auch schlafen kann. Das heißt, man hat es nicht so weit. Ja, Es ist mega ein, man kann da wirklich ganz, ganz viele Tracks machen. Ich weiß, einer aus der Hannoveraner Szene hat da irgendwie alle Tracks mal gebucht hintereinander, die man buchen kann. cool. Es war so ein bisschen irre, Ja, der, hardcore. was es sich von 7 Uhr vor dem Frühstück war, der erste Track.
bis 21 Uhr durchgetanzt und dann Partys und unglaublich, ich werde so zusammengeklappt. Ich auch. Spätestens am zweiten Tag. Aber man kann alles machen, ne? Da gibt es Balboa und so. Also es ist eine wunderbare Veranstaltung. Ich hoffe, irgendwann wird es ja auch wieder real geben. Und den gibt es jetzt virtuell und das, was ich cool finde, ist es so, es sind voraufgenommene Lehrvideos. Und wenn man daran teilnimmt, man kann so pro Tag buchen. Ich glaube, pro Tag sind es 6 oder 7 Streams, die man da angucken kann. Aber man hat dann, ich glaube, 1 Monat oder 2, das weiß ich nicht mal ganz genau, Zugriff auf die Videos. Das heißt, sie sind nicht verloren. Sehr cool. Ja, das heißt, man kann sich auch nur jetzt anmelden oder in einer Woche anmelden oder was weiß ich was anmelden, damit man dann halt diese Lehrvideos dann 1 Monat oder 2 Monate zur Verfügung hat auf der Seite. Und da gleich auch nochmal zu sagen, das werden wir gleich auch nochmal ansprechen im Jahresrückblick, es gibt wohl schon wieder einige Scam-Seiten und Phishing-Seiten, die nicht der Snowball sind, die da irgendwie versuchen, Geld abzugreifen. Und ja, da muss man so ein bisschen schauen. Die Sache ist ja, dass man sich halt eben anmelden muss und dort bezahlen muss für den Zugang für diese Videos. Genau. Und demnach passt auf, wo ihr da landet und schaut, dass das mit der entsprechenden Homepage auch zusammenpasst, beziehungsweise geht immer über die Homepage und nicht über irgendeinen Facebook-Link auf der Homepage-Seite, da sicher. Genau. Dann der Lindy-Fokus ist ja auch irgendwie virtuell. Das ist der zweite großes Workshop. Es gibt wahrscheinlich noch mehrere, ne? Also das ja, mittlerweile gibt es wahrscheinlich mehrere. Unser großes Problem, so dass wir mittlerweile zwar auch nach Amerika gucken, aber halt so diesen asiatischen Bereich und so diesen ganzen von uns aus gesehen östlichen Bereich, da gibt es wahrscheinlich auch zig Sachen über Norea, ne? Also das darf man nicht vergessen. Vermutlich, ja. Aber das sind so die am längsten halt schon bestehen. Und Lindy Focus ist halt das Pendant zum Snowball, beziehungsweise wahrscheinlich ist Snowball das Pendant zum Lindy Focus. Genau, da ist es eben halt in den USA das große Event, wo halt alle internationalen Lehrer, die eben gerade eher in den USA sind oder auf diesem ganzen Kontinent, und alle die Europäer, die sind alle beim Snowball. Und dann kann es eben sein, dass im asiatischen Raum noch was ist oder vielleicht Australien oder was weiß ich was, dann fahren wir eben eher dahin, obwohl auch beim Snowball viele Asiaten immer sind. Also ja, schon krass, was da abgeht. Ja, also Snowball, also ich kann nur empfehlen, so gerade in Europa, Deutschland ist ja nicht ganz so weit, nach Schweden zu fahren. Das ist wirklich ein toller Event. Er ist sehr lang. Er ist aber, also eine Sache, die ich kritisieren würde, also ist ja vielleicht jetzt keine Kritik in der heutigen Zeit, wird man wahrscheinlich sehr, sehr froh darüber sein, aber es ist halt sehr, sehr voll, ne? Das stimmt, muss man schon sagen, ne? Es ist jetzt aber nicht so, dass man da den Abend über gar nicht tanzen kann, ne? Das nicht. Nee. Aber es gibt schon so Stoßzeiten, so, ich glaube, so Silvester 23.30 Uhr auf dem Dancefloor ist schon. Boah. Sag ich mal, ja, da man aber ganz eng Balboa. Das ist auch der größte und krasseste Schimmschäm, den ich da hier getanzt habe. Ja, so mit der Nacht da in Schweden in dem Dings. Also das ist echt so Boogie-Back, kannst du fast nur Platz machen. Ja, es ist ein cooler Event, das muss man ja, sagen. Ja, ist mega gut. Macht ganz viel Spaß. Ja. Und das Hotel ist wirklich cool. Ja, und die haben diese Aufzüge, 4 Aufzüge, glaube ich, mit verschiedenen Themen und Musikrichtungen. Das ist auch immer echt ein Happening. Genau, da es gibt so einen Rock, also in den Fahrstühlen spielt Musik. Rockmusik, Swingmusik, Jazzmusik und ich glaube irgendwie. Und natürlich noch ABBA. Ja, genau, richtig, der ist so. Und einer war noch Jazz, aber der war dann einmal, in einem Jahr war das nicht mehr Jazz, sondern ein anderer. Das war natürlich schade für uns. Vielleicht ändert das. Vielleicht haben da zu viele getanzt. Ja. Ja, wahrscheinlich. Wenn der Aufzug wippt, ist dann blöd. Ja, doch zu einem analogen Event. Oh, es echt? Wurde der Savoy Cup 2022 geplant angekündigt. Ja, genau. Ja, weil natürlich der jetzt ja auch Ende März veranstaltet worden wäre. Und da haben sie auch schon gesagt, also das können wir ja eh knicken. Das planen wir jetzt mal für 2022. Und das haben sie eben auf Facebook schon mal angekündigt. Und so wird es wahrscheinlich auch noch mit anderen Events gehen, so wie zum Beispiel im Rock the Swing, das halt definitiv auch nicht stattfinden wird. Ja. Da gab es noch keine offizielle. Also es wird nicht so stattfinden wie sonst, sagen wir es mal so. Ja, genau. Genau, was sonst passiert, weiß man nicht. Und da auch schon mal der Hinweis, so wir haben uns die Woche schon mal getroffen und echt recherchiert und geguckt und getan und gemacht. Und da muss man sagen, es ist einfach noch nichts für das nächste Jahr angekündigt.
Das ist natürlich nee, klar wegen den Veranstaltungen, man weiß nicht, wie es ist. Wir hätten euch so gerne jetzt schon gesagt, so hier, es wird versucht, da was zu machen, aber ganz viele Veranstalter haben einfach noch gar nichts gesagt, was ja vollkommen verständlich ist, einfach mal abwarten, ja, wie sich die Situation entwickelt. Ist so, müssen wir mit klarkommen. Es ist vielleicht wird 2021 das Jahr der Spontanität. Vielleicht ist es ja so, hier... wir machen jetzt einen Workshop, ja, kommt hin, okay, los, wir sehen, zack. Kann ja sein, so in 2 Wochen Workshop, wer hat Bock, kommt vorbei und so. Also da muss man so ein bisschen die Augen offen halten, weil ich weiß noch, dass wir uns im Januar immer so ein bisschen zusammengesetzt haben und so mal geguckt haben, wo kann man vielleicht zusammen hinfahren, wie ist die Wochenplanung. Da gab es dann halt ja für uns immer so die großen Kerngebiete. Chase war für uns immer so eine Pflichtveranstaltung. Wir müssen mal gucken, wie das wird. Was wird nach Offenbach. Grüße nach Offenbach, ich bin bei euch in der Nähe. Ja, genau. Wir hatten so viel vor, auch gerade mit dem Podcast auch, ne, dass wir da auch gemeinsam, also Phil und ich, zusammen irgendwo auftauchen, weil im Jahr davor war das eben so, dass wir doch eher getrennte Workshops angeschaut haben und dann haben wir jetzt mal gedacht, komm, wir gehen mal wieder zusammen Party machen und halt vielleicht nochmal den Podcast repräsentieren. Hätte uns auch Spaß gemacht, aber das hat leider nicht funktioniert. Aber vielleicht dann jetzt im kommenden Jahr. Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen zusammenfassen. Wir können euch ja mal erzählen, was wir eigentlich geplant hatten. Also wir haben ja quasi auch schon im Dezember von 2019 gestartet und eigentlich haben wir ja ein halbes Jahr vorher schon gestartet und das nie veröffentlicht. Aber da haben wir geplant, was machen wir jetzt? Und wir wollten eigentlich zusammen auf Workshops fahren, wir wollten Workshops reviewen, wir wollten die Community interviewen, wir wollten mit den Leuten reden, sind die Besonderheiten der Szene. Wir wollten, das war jetzt nicht zwangsweise von uns initiiert, aber fanden das dann auch ganz cool, weil wir ja auch gewisse Trainingsphilosophien haben oder ähnliches, hatten wir überlegt, ob wir dann vielleicht, wenn wir so auf einer Party in der Community sind oder so, ob wir da auch Taster geben oder ähnliches. Ja. Wir wollten Live-Interviews dort führen von dem Workshop und ja, was haben wir gemacht? Nichts davon. Ja, dafür haben wir sehr viel, also wir haben jetzt unseren ersten, also im Jahr das erste Facebook-Live organisiert und gehalten und hatten uns da reingefuchst, wie wir das machen mit dem Zwischenprogramm, also nicht direkt auf Facebook Live, sondern eben so, dass ihr uns beide auch sehen könnt. Wir haben und hören könnt. Wir hatten Gäste live zugeschaltet, wir hatten Ruby da, wir hatten Chris und Ali da. Live hatten wir? Das waren die beiden, die drei, die wir live hatten, ne? Ich glaube, ja. Oder hatten wir noch? Ich glaube, das war's. Also auf jeden Fall das, okay, so Live-Interviews haben wir dann versucht, virtuell stattfinden zu lassen. Wir haben versucht, über virtuelle Sachen zu berichten. Wir haben uns ein bisschen reingefuchst. Wir haben Interviews ja im weiser Voraussicht schon aufgenommen gehabt und die konnten wir so ein bisschen zeitversetzt vorspielen und haben versucht, uns dazu Gedanken zu machen. Und ja, auch einen haben wir noch im Petto, sozusagen. Den können wir dann so fast sozusagen 12 Monate später vielleicht machen, weil der nämlich auf dem letzten Rock the Swing aufgenommen wurde. Und den werden wir dann also demnächst zeigen. Machen. Und das ist dann, muss ich schon sagen? Ja, sag an. Mit Sharon Davis aus London. Ja. Beziehungsweise ursprünglich aus Australien. Und was eigentlich geplant war, wir hatten eigentlich geplant, wir machen einmal im Monat einen Podcast. Das, also dann hatten wir irgendwann gesagt, mal alle 2 Wochen. Ja. Und dann wurde es halt immer mehr irgendwie. Und dann haben wir es wöchentlich gemacht und dann doch wieder zurückgeschraubt. Und ja, aber es hat auch Spaß gemacht. Toll. Und auch in der ersten Lockdown-Zeit hat es ja auch zeitlich viel besser gepasst. Jetzt wurde es in letzter Zeit ein bisschen knapper mit der Zeit bei uns, wegen Phils Umzug. Und jetzt ziehe ich auch bald um. Und ja, also das heißt, wir werden jetzt trotzdem versuchen, weiterhin das 2-wöchentlich zu machen, aber wir hoffen auf euer Verständnis, wenn es eben mal doch nicht passt. Also da muss man halt dazu auch sagen, wir leben ja nicht davon. Wir sind ja keine Influencer. Sonst würden wir es auf jeden Fall regelmäßig machen. Wir haben ja auch noch Realjobs und da ist es halt ja auch in der heutigen Zeit manchmal ein bisschen hektisch und manchmal ein bisschen unplanbar. Und dann kommen ja noch die Hürden. Eigentlich hatten wir ja gedacht, wir machen das immer zusammen bei dir, Boris, in diesem kleinen Studio. Wir treffen uns. Dann mussten wir es digital machen, was ja dann vielleicht auch ein bisschen entspannter war von den zeitlichen Sachen, aber es ist dann trotzdem ein bisschen komisch. Mhm. Naja, also man muss halt sagen,
Es hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten hochkarätige Gäste, wir hatten hochkarätige Interviews, wir haben uns echt Gedanken gemacht. Die Community ist mit uns in Kommunikation getreten. Auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die zuschauen. Hallo Heike. Wir hatten ja schön, dass du auch da bist. Schon mal irgendwie gesagt, wie viel zugeschaut haben und so. Und ich denke, wir haben so immer so zwischen 150 und 250 Zuhörerinnen. So über die Cross-Platforming, über alle Streaming-Dienste, ja, genau. YouTube, Facebook und so weiter. Und das ist krass. Ja, ist auch weiterhin so geblieben, soweit wir gesehen haben, soweit wir zumindest die Zahlen interpretieren können. Und das freut uns natürlich echt mega, also dass das so gut ankommt und das sind auch mal immer wieder neue dazukommen und sich das eben auch rumspricht, so wie Torge zum Beispiel. Ist super cool, wir freuen uns sehr und natürlich hoffen wir, das auch weiterhin größer zu machen. Und mit diesem Background haben wir auch uns dann Sponsoren gesucht. Und zwar haben wir jetzt, habt ihr es ja schon ein paar Mal in den Podcast gehört, St. Savoy. jetzt bin ich mal verwirrt. Ja, ist doch richtig, ne? Ja, genau. Die jetzt mittlerweile leider nur noch in Berlin sind, aber sie sind in Berlin. Und ja, es ist sehr cool, dass sie jetzt in Berlin sind. Vorher waren sie eben nur in Spanien und jetzt sind sie in Berlin und mussten eben ihren spanischen Store zumachen, leider. Auch wegen, ich denke mal wegen Corona. Aber ja, jedenfalls jetzt sind sie in Berlin und ihr könnt dort bestellen und könnt auch dort live vorbeigehen, sozusagen in Persona, wenn das Ding dann offen hat. Und ja, das ist sehr, sehr cool, dass wir da Sponsoren gefunden haben. Also auch vielen, vielen Dank an unsere Sponsoren. Wir haben auch noch Casual Fancy. Du hast es St. Savoy gesagt? Ich war so ein bisschen, die Initialen stimmen. Ja, genau. Ja, deswegen komme ich immer durcheinander. Also dann Slide and Swing. Excuse me. Auf jeden Fall. Excuse me. Ne? Und genau, das ist also sehr, sehr geil, dass ihr uns unterstützt und dass wir somit unsere technische Equipment, die wir jetzt beide aufbauen mussten, auch etwas finanziell dann einigermaßen. Ja, also man muss ja auch sehr, sehr sagen, cool. Ne? Also wir können ja, kann man ja offen mit umgehen, ne? Wir verdienen ja jetzt hier überhaupt kein Geld, wir stecken alles dazu und das, was halt so eine so laufende Kosten sind, es kostet so ein bisschen mehr über 100 Euro da auf den Plattformen vertreten sein zu dürfen, ne? Das muss man auch so ein bisschen sagen. Wir machen das natürlich gerne, wir machen das ja auch irgendwie für uns, wir finden das irgendwie cool. Aber ja, man muss mal gucken, ne, wie das so wird. Wir hatten dann ja sogar auch Flyer also Visitenkarten gedruckt, die wir auf den Workshops, wo wir hin wollten, dann verteilen wollen. Genau. Die liegen noch bereit. Wir sind bereit. Wir haben so viele, dass wir sie weggeben können. Ah ja, das war witzig. Ja, wir wollten die eigentlich auch theoretisch verschicken an euch draußen, damit ihr die auch an andere Dance-Events legen könnt und an eure Home-Scene, aber da ist ja auch nichts, also haben wir das auch nicht groß angekündigt. Ja, naja, vielleicht hoffentlich im neuen Jahr und wir kommen natürlich auch gerne dann in eure Community, um da mal diese Interviews aufzunehmen oder live zu machen. Wäre natürlich mega geil, hätten wir voll Bock drauf. Also wir wollen da schon mehr machen draus, aber dann im nächsten Jahr, oder? Hoffentlich im nächsten Jahr. Der Besuch in der Community war ja so, das hatte Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hießen sie? Flying Steps? Nee, so ähnlich. Nein, die Jets. Jets, Flying Jets? Jets? Swing Jets, oder? Oh, verdammt, ich habe den Namen vergessen. Da hat jemand aus der Community angerufen, hier, wir haben einen Workshop oder wir haben so eine Tanz-Wochenendparty. Ich dachte, Swing Jets, Flying Jets? Das muss ich nochmal recherchieren. Ich denke, Swing Jets. Irgendwas mit Jets? Ich schau mal. Du redest mal, ich recherchiere. Und die hatten uns angeschrieben, hier, wir haben hier ein Wochenende und uns gefällt das, was ihr macht und wir sind begeisterte Hörer und wollt ihr nicht vorbeikommen, ihr könntet auch und dann haben wir gesagt, ja, wir können auch einen Taster anbieten, Samstag über und das war natürlich geil. Und es war alles schon verabredet. So, wir hatten das Datum, hatten quasi schon hier geplant, wie wir zusammen hinfahren, was wir machen, was wir beim Workshop machen und ja, dann musste es halt auch abgesagt werden, ne? Dann leider nein. Ja, das waren die Swing-Jets aus Offenbach. Fast Flying, Swing. Ja. Aus Offenbach ist aber nur aufgeschoben. Ja, und, genau. Und wir hoffen echt, dass wir uns da noch zusammensetzen. Und ich habe ja auch schon angeboten, wenn ich dann mal hier meine Family besuche in Hessen, dass ich da mal auch so vorbeikomme auf eine Party oder sonst irgendwas, wenn denn da eine Party ist.
Ja, und dann hatten wir quasi so in unserer Home-Scene in Hannover, da, also das wisst, die meisten wissen ja, dass wir aus Hannover kommen, hatten wir versucht zu etablieren Last-Minute-Workshops, dass man immer so vor großen Partys yes. noch einmal so ein Mini-Workshop mit uns beiden betreiben kann, wo man dann so wirklich so Challenges machen kann, Switches, nochmal kurz Footwork-Variation, so wirklich Last-Minute-Fun-Stuff, dass man direkt anwenden kann auf der Party, nochmal, um nochmal so seinen Spaß zu kicken. Ja, und das mussten wir dann ja auch einstellen, weil wenn man halt Last-Minute-Workshops vor den Partys machen möchte und keine Partys da sind, kann man das auch. Ja, machen. Aber das ist auf jeden Fall nicht gestorben, weil das waren echt geile Ideen, da hatte ich voll Bock drauf. Was hatten wir jetzt? Ich glaube, dreimal hatten wir schon zwei gemacht. Auch so zwei oder drei waren schon? Zweimal, ja. Glaube ich. Oder haben wir es nur einmal gemacht und das andere war beim Exchange? Ach ja, genau. Ja, aber die da waren, waren so begeistert. Die hatten so einen Bock, die Leute. Ja. Das war der Hammer. Ja. Das ist so. Ja, also wir hatten ja auch voll mega voll. Bock drauf. Und jetzt haben wir dann den Spark übergesprungen. Ja, also das war echt eine geile Sache. Was wir auch noch gemacht haben, nicht zu vergessen, ist unsere YouTube-Playlisten. Da könnt ihr auch, wie gesagt, mal reinschauen auf unseren Kanal. Da haben wir verschiedene Playlisten, unter anderem coole Clips, die jeder, in Anführungsstrichen, jeder Lindy Hopper kennen sollte. Alte Schwarz-Weiß-Clips, Tänzer aus der Zeit, Tänzerinnen aus der Zeit und wofür die auch standen, also Tänzerinnen, die Swivels erfunden haben und Tänzer im ersten Airstep und so weiter und so fort. Also schaut da gerne mal rein. Und auch, weil es jetzt im Februar wieder der Fall ist, zum Beispiel zum Thema Black, wie heißt das? Black History Month. History Month. Da hatten wir auch einen, genau, einen Podcast zu gemacht. Da ist auch viel genau, Kritik die letzten Jahre darüber geäußert worden und so. Kann man sich mal angucken. Ist vielleicht nicht mehr ganz up to date, aber das war sozusagen das, was fand ich auch ein guter Podcast und auch die Nachbearbeitung war super gut. Ganz viel gelernt. Mhm. Ja. Ja, stimmt. Genau. Ja, also da könnt ihr gerne mal in die Playlist reinhören, reinschauen, weil da kamen immer mal wieder über das Jahr verteilt neue Videos rein. Ja, könnt ihr gerne mal euch weitergeben. Ja, und eine Sache, wo wir ganz, ganz viel Energie reingesteckt haben, insbesondere Boris dann noch zu Beginn immer zur Nachbereitung, alles, was wir irgendwie gesagt haben, vorgestellt haben, haben wir dann auch immer versucht, in den Shownotes oder in den Videokommentaren oder was ich immer das nennen möchte, als Link euch zu präsentieren, sozusagen als in Anführungsstrichen Quelle oder dass ihr es euch selber angucken könnt, Verlinkung von Bands. Und da haben wir ganz, ganz viel Energie reingesteckt, das auch immer darzustellen, dass es, wenn es nicht von uns war, wo wir es herhaben, dass ihr euch Bands angucken könnt, dass ihr Workshops angucken könnt, dass ihr Sachen verlinken könnt, doch mal draufkippen könnt. Also das hat uns ganz, ganz viel Spaß gemacht und solange die Podcasts halt alle noch da sind, kann man auch immer noch gerne mal so ein bisschen rumklicken und wie immer kommt man so vom Hundertsten ins Tausendste, wenn man da so ein bisschen nach rechts und links klickt, aber das hat uns ganz, ganz viel Spaß gemacht, das rauszusuchen und wir haben bei vielen Feedbacks wurde auch gesagt, dass insbesondere das ganz toll sei, weil man da nochmal so ganz viel Anregungen bekommt oder wenn man mal eine Stunde Zeit hat, kann man sich da so ein bisschen durchklicken, wenn man nichts anderes vorhat. Mhm. Ja, das war ja auch die Intention von uns dabei. Es ist sehr schön, dass es so angekommen ist. Jetzt fällt mir gerade ein, für diejenigen, die jetzt gerade zuschauen, ihr könnt gerne mal in den Kommentar reinschreiben, was war denn eure Lieblingsepisode? Das würde uns ja sehr interessieren. Da machen wir jetzt mal so eine spontane Umfrage, ohne die Frage in den Chat zu stellen. Aber ja, schreibt einfach mal genau, was ist so hängen geblieben, welche Episode, wo ihr dachtet, ah, das hat mich echt inspiriert. Noch, oder noch Lieblingsmoment, vielleicht muss es ja, unsere Episoden sind ja auch ein bisschen länger als geplant immer. Vielleicht gibt es da, komisch. Der erste Teil war toll, der zweite war kacke. Ja, genau, kann ja auch sein, genau. Ja, oder wenn wir so viel wir nicht socializen, aber ja, in der Social-Ecke hängen und viel über uns privat sprechen und dann aufs Hauptthema dann irgendwie sagen, okay, jetzt müssen wir mal Schluss machen, sorry, dann sag das einfach. Also, wir würden uns freuen über Das Kommentar. Ist auch was sich so ein bisschen entwickelt hat, ne? Also auch von dem Podcast geplant war, wir haben eine kurze Social-Ecke und dann reden wir über unser eigentliches Thema. Eigentlich hat sich das so 50-50 etabliert, ne? So, dass wir sehr viel Informationen raushauen, sehr viel socialen, aber ich finde, es macht mir aber auch genauso sehr viel Spaß. Ne? Ja, also es ist, finde ich auch super. Ich denke, ich denke mal, aus unserer Sicht soll das auch unseren Podcast ausmachen, dass es ein lockeres Zuhören ist und nicht nur rein thematisch, aber dann eben trotzdem nochmal ein interessantes Thema, wo man dann zuhört und denkt, oh, das war
richtig coole Sache, was ich jetzt irgendwie total interessant fand und nicht nur so ein bisschen zuhören, wie jemand ein bisschen sich unterhält. So. Ja, Kerstin schreibt, der Zeitvertreib im Lockdown war ganz toll. Ja. Ja, cool. Da haben wir ja wirklich ganz versucht, da irgendwie uns selber zu beschäftigen und euch daran teilhaben zu lassen. Da haben wir auch mehrere Episoden gemacht, ne? Oder mehrere hintereinander, was man so machen kann. Also das war wirklich, hat Spaß gemacht. Und da war es natürlich so, im ersten Lockdown, da konnte man natürlich wöchentlich raushauen, war alles so ein bisschen, es war halt ja neue Situation. Jetzt ist man ja Lockdown erfahren, ne? Jetzt, hallo. Also alles wie im Alten. Lockdown, da kennt man da Bescheid. Ja, Lockdown kann ich. Ja, super. Ja, schade, aber so ist es, genau. Aber ich denke auch, dass es auch da jetzt echt noch eine Menge zum Anschauen oder zum Nachlesen gab, von Sachen, die einfach, die man sich mal vornimmt, mal zu machen, wenn man irgendwann mal Zeit hat. Und jetzt hatte man eben die Zeit oder hat leider immer noch die Zeit. Und dann kann man sich eben so mal in die Sachen reinlesen, die einen wirklich interessieren. Und, oder auch mal jetzt Sachen, die man halt jetzt neu kennengelernt hat, dass eben Swing-Tanzen von der Black Community kam und dass es eben da und da in dem Jahr angefangen hatte und so weiter und so fort. Vielleicht wusste man das eben vorher noch gar nicht und deswegen ist es eine gute Zeit, da jetzt auch mal zu recherchieren. Oder falls du als DJ oder DJ mal in der Szene mehr machen möchtest, ist auch eine tolle Zeit, selber zu recherchieren. Welche Musiker gab es denn? Was für Musik möchte ich überhaupt auflegen? Wie möchte ich meine ersten Sets zusammenstellen? Und solche Sachen sind auch eine tolle Zeit. Es gibt so viel zu entdecken. Und das ist also schön, dass wir auch so ein Geschenk bekommen, wie so eine heruntergefahrene Stresszeit namens Lockdown. Ja, lass uns doch dann gleich drüber reden hier. Über die, wie haben wir es genannt, Swing-Tanz-Entwicklung in diesem Jahr. So, was wir ja mitbekommen haben. Wir aber erstmal negative vorweg, damit wir aus Positiven enden. Was dieses Jahr viel passiert ist und scheinbar ist ja, kann man ja auch in Anführungsstrichen positiv sehen, weil unsere Szene scheinbar jetzt so groß ist und so attraktiv geworden ist, dass sie Phishing und Scamming und Betrügereien forcieren. Also es etliche Events, ich glaube Ende des letzten Jahres hat es schon angefangen, wir haben das auch schon mal erwähnt, haben angefangen, dass so Fake-Homepages, Fake-Bezahlsachen und so etwas zu machen. Ich weiß gar nicht, bei welchem das war, wo so richtig viele Leute da gescammt wurden, wo 100 Leute falsch bezahlt haben. Ich weiß nicht mal, was es mehr war, aber das ist jetzt auch wieder der Virtual Snowball steht drauf. Das war auch Snowball, oder? Ja, das war jetzt Snowball, aber ich glaube, letztes Jahr auch schon Snowball? Nach Rocket Swing, aber davor war es wirklich Snowball noch. Ja, und das ist natürlich auch, richtig scheiße, wenn es halt digital wird, ne, dann kann man halt auch viel mehr digital machen. Ich wurde auch dieses Jahr das erste Mal gescammt. Also ich bin super vorsichtig, ne? Ich wurde gescammt, wollte mir einen Router kaufen. Besonders günstig bezahlt, nicht gekommen, Shop war fake. Ah, das war richtig, richtig schade. Und was auch noch traurig war, was wir mitbekommen haben, auch vom Slide and Swing, es gab etliche so Shop-Schließungen von so kleinen Nischen-Shops. Das kennt man ja so wenn man halt mal durch die Großstädte, durch die Fußgängerzonen geht, wo dann neben den großen Karstadt, wie sie alle heißen, dann diese kleinen, schönen Nischen-Shops sind mit Vintage-Kleidung oder ähnliches. Da mussten viele, viele dann halt doch versuchen, was anderes zu machen. Ne? Ja, genau. Das hat eben nicht nur das jetzt betroffen, aber eben die ganzen kleinen Läden, nicht nur Vintage so, aber das bringt dieser blöde Lockdown leider mit sich. Ja, das waren so die großen, und natürlich negativen Sachen, Swing-Tanz-Entwicklung, keine Realpartys, ne? Aber das braucht das ist aber keine Entwicklung. Dann auch die Bands, aber auch die Bands eben, die dann eben sich vielleicht auflösen mussten oder eben auch Tanzschulen oder Tanzvereine, wo auch immer ihr tanzt so, auch da hart zu strugglen oder hart zu kämpfen, dass ihr das Ganze in Anführungsstrichen überlebt. Und das ist halt einfach eine doofe Sache, die jetzt halt nicht nur die Swing-Tanz-Szene betrifft, aber eben dieses Jahr sehr prägt. Ja. Was jetzt Swing-Tanz-Entwicklungen sind, die wir dieses Jahr miterlebt haben, und das sind halt auch wirklich viele, man muss ja immer so das Positive sehen, ne? Es gab Online-Workshops, also zum ersten Mal wirklich forciert, wahrscheinlich gab es das schon vorher schon mal, klar, aber so krass in dem Mittel und die wurden halt perfektionalisiert. Also es war jetzt nicht irgendwie, irgendwer stellt irgendwo eine Kamera hin, sondern
Es wurde immer besser. Ja, die war echt gut. Was natürlich auch positiv ist, ne? Wenn halt ein Trainer aus den USA etwas macht, da kann man für ein Wochenende fährt man da nicht hin. Es gab diese Online-Privatstunden, ja. Online-Kurse, Train-Togethers. Wir haben auch versucht, als Christmas-Hop-Ersatz so eine Online-Tanzparty zu machen, wo ja, da waren ja auch viele Leute da, ne? Ich weiß gar nicht, 30 Personen? Immer circa, ja. Und das ist halt, finde ich, eine Entwicklung, die meiner Meinung nach das Swing-Tanz-Angebot großartig erweitern kann. Ja. Auch diese Online-DJ-Streams, die Come-Togethers, die ganzen Livestreams von den Bands, haben wir schon gesagt. Mega krass. Da vielleicht nochmal kurz ein Shoutout an Swingstep. Ja. Also Swingstep TV hat ja jetzt auch in der jetzigen, also ja, jetzt gerade in den zwischen Jahren sozusagen, ein Stream gemacht, das nennen die The Syncopated Holiday. Und da haben sie auch echt viel angeboten. Die haben, glaube ich, sogar zusammen gebacken, also Plätzchen gebacken. Oder Show Your Pets, zeig dein Haustier. Ja, auch sehr geil. Weihnachtstradition oder geredet. What's Next oder all solche Spielchen. Sehr, sehr geil. Also Leute bei Laune gehalten und die Community auch versucht zusammenzuhalten. Sehr, sehr geile Idee. Können wir nur empfehlen, schaut mal rein, was da bei Swingstep TV so angeboten wird, um das vielleicht auch in eure Home-Scene zu bringen. Das war eine echt gute Idee. Ja, und wo du jetzt das Swingstep TV sagst, es gibt natürlich auch ganz viele andere Online-Tanzschulen, aber die haben das jetzt, also hatten Ali und Chris ja auch in einem Interview gesagt, die haben jetzt die Zeit genutzt, das wirklich als eigenständiges Konzept zu machen und nicht nur so wischiwaschi nebenbei. Und das, was ich bisher gesehen habe, die hatten da ja so Angebote, dass man so irgendwie irgendwas konnte man umsonst machen. Und das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist echt super hohe Qualität. Hier Dax und Sarah machen das ja schon seit Jahren und auch Evita und Michael. Ja, und Joe und Kevin haben ja auch so eine DVD-Reihe produziert. Und das ist so das Erste, was ich so auch so aus Deutschland gesehen habe, was so wirklich in diese Professionalitätsgrad herankommt, ne? Und dann, und mit diesen ganzen Socializen-Sachen, also das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Ne? Und was ja, ich glaube, der Snowball letztes Jahr hat es schon gemacht und das würde ich mir halt viel, viel häufiger wünschen. Der Snowball letztes Jahr, da war ja noch kein Lockdown, der hat aber den Snowball gelivestreamt. Ja, das war doch auch beim International Indie Hop Championship. Ja, beim LHC war das auch genau richtig. Und das finde ich natürlich mega geil. Das heißt, wenn so ein Event, zumindest die Partys abends gelivestreamt werden, natürlich nicht der Unterricht, aber genau, die Partys mit den Bands und ja, das ist mega geil. Ja. Das bringt echt die gute Laune mal nach Hause für diejenigen, die halt wirklich nicht reisen können. Manchmal ist es ja auch, war ja auch schon mal die Sache, dass ein großer Schneesturm in New York war, da konnten die New Yorker nicht rausreisen. Das war auch mal zum Lindy-Fokus? Budapest. Achso. Lindy-Schock, genau. Beim Lindy-Schock, da waren auch Michael und Evita konnten nicht ausreisen zum Beispiel. Und das ist immer geil, wenn dann eben so ein Livestream an die zu Hause ist, also nicht nur an Lehrer, aber auch an die Schüler, die dann sagen, ach schade, dass ich nicht dabei sein kann, aber jetzt mal wenigstens die Party anschauen und mitmachen vielleicht. Das ist ja so viel Energie, die da mit rüberkommt. Das ist eine geile Sache, wenn man das anbieten kann. Ja, und bei der Energie muss man natürlich sagen, ich finde, obwohl man sich halt weniger gesehen hat, in ganz, ganz vielen Gebieten ist die Community mehr zusammengewachsen. Es gab ganz viele Spendenaufrufe oder Crowdfunding-Projekte, ganz viele hauptberufliche Trainer und Trainerpaare oder Trainerinnen, die darauf angewiesen sind, lebten dann quasi von Patreon-Spenden, von quasi auch ganz, ganz viel wurden ja Trainingskurse angeboten, die über Spenden basiert liefen. Ja, oder stimmt. Auch dann wurden Crowdfunding-Projekte aufgerufen, wo gesagt wurde, hier pass auf, dem und dem Trainerpaar oder dem Trainer oder der Trainerin, der geht es echt schlecht gerade, spendet was und so weiter. Also da fand ich, hat man so wieder so ein Community-Feeling gehabt. Man muss es halt einfach mal sagen, so das brauchen wir halt auch in dieser Zeit. Wenn es jetzt so weitergehen soll, ne? Wir haben jetzt gerade gesagt, dass viele Shops vielleicht geschlossen haben, viele Bands mussten sich auflösen, vielleicht gibt es einige Workshops nicht mehr, einige Trainerpaare oder Trainer haben sich vermehrt dem anderen Job oder dem nicht dem Tanzen gewidmet und wenn man sich in dieser schweren Zeit irgendwie nicht ein bisschen zusammenhält, ne, dann hat man dann halt nichts mehr. Ne? Wenn man halt jetzt sagt, so ja okay, in der Tanzschule, wo ich tanze, da passiert gerade nichts oder passiert nur online, ich kündige jetzt meinen Betrag und wenn es dann wieder normal ist, dann gehe ich wieder rein. Aber wenn dann halt die Tanzschule oder der Verein oder das Trainerpaar nicht mehr da sind,
dann kann man danach auch nicht mehr starten. Ne? Und da so ist es ist natürlich eine schwere Zeit für ganz, ganz, ganz viele. Das haben wir ganz häufig gesagt. So, ne? Aber man darf halt insbesondere diesen Kulturbereich echt nicht vergessen. So, da, die können nicht einfach alles online machen und ja. Das ist halt ganz schwierig. Ne? Und man darf auch nicht vergessen, was mir heute noch mal durch den Kopf ging, war eben, dass viele Künstler halt auch eine Künstlerin oder einen Künstler als Partner haben. Richtig. Und dann ist es halt so, ja, dann haben beide kein Einkommen mehr. Also Tanzlehrer und Artist oder Artistin zum Beispiel. Ja. Oder Musiker und Tänzer oder zwei Tänzer als Pärchen. Das ist halt, die haben halt jetzt gar nichts mehr. Nicht, dass einer dann wenigstens mal das unterstützt und irgendwie kriegen wir schon hin. Nein, es kommt halt gar nichts mehr. Oder wenn jemand alleine wohnt halt, ja, oder alleine lebt. Dann ist es halt, dann tut es echt weh. Und deswegen sind diese Patreon-Geschichten eben sehr, sehr cool. Und wenn die Menschen dann eben was sozusagen erstmal for free anbieten, aber eben Donation-based, also auf Spendenbasis, unterstützt das. Natürlich kriegt man nicht alles mit, ist auch klar. Natürlich kann aber man da, auch wo nicht überall spenden, ne? Das muss man ja auch sagen. Ja, ne? Und auch nicht die hohen Summen, ist auch logisch. Naja, aber man sollte da schon so community-mäßig, also ich fand ich super, da wurden so coole Spendenprojekte aufgerufen. Einigen ging es ja echt schlecht. Hier Rein François habe ich gesehen, der hatte dann irgendwie auch eine OP. Der konnte dann auch ganz, ganz wenig tanzen und so. Und der lebt ja quasi nur von seinen Choreografien und von seinem Tanzen und so weiter. Da wurde das gemacht und das war sehr gut angekommen. Ja. Mhm. Dann noch eine Sache, die immer wieder war, irgendwelche Panel-Talks über History of Black Music, History of Lindy Hop, Diskussionen. Das ist ja auch was. Das ist auch so, finde ich, so ein Gewinn, wenn man halt das digital macht. Da kann man halt mal schnell 6, 7 Experten aus ganz verschiedenen Regionen einladen, bis man die alle an einem Ort hat und so. Es ist super schwer. Ja. Das war ja auch geplant, ne? Dass wir vielleicht im Vorfeld von einem Workshop auch mal so ein Panel-Talk da machen. Ja, und den Livestream ist ja auch nichts geworden. Aber das war auch ganz, ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel. Ja, das stimmt. Also ich weiß gar nicht, das ich habe so viele History-Talks auch von hochqualifizierten, auch teilweise Professoren von Universitäten habe ich noch nie gesehen, wie in diesem Jahr. Noch nie. Ja, sehr, sehr geil. Also da kann man sich so gut nochmal weiterbilden und nochmal tiefer in die Materie eindringen, was wir sonst nicht machen. Also wir gehen ja sonst tanzen und versuchen, diese Tanzschritte da irgendwie zu verstehen und die Technik dahinter. Aber viele befassen sich halt null mit dem Ursprung, wo das alles herkommt, wo die Tänzer herkommen, wo das Tanzen, die Musik herkommt. Das ist ja nicht nur ein Genau, Sport. Und das gehört halt dazu. Das ist genauso, ich weiß nicht, wie es bei anderen Tanzsportarten ist, wie Hip-Hop, Salsa, keine Ahnung was. Das würde ich mir auch wünschen, dass die Menschen das so recherchieren, wo es herkommt, wenn sie wirklich so tief mit dem Tanz verbunden sind. Ja. Wenn sie sagen, das macht so Spaß, ich gehe da immer hin, dann finde ich persönlich, sollte man auch wissen, was dahinter steckt. Weil es gibt auch so viele DJs und DJs, die halt leider nicht so recherchieren, was denn da so vielleicht in dem Text der Musik steckt oder wo die Musik herkommt, was denn für eine soziale Sache noch mit drin steckt. Und dann kann man echt schon ganz schön ins Fettnäpfchen treten. Und wenn man auf einem internationalen Event auflegt zum Beispiel oder als Band, die Musik spielt und dann eben wirklich sowas macht, was irgendwie rassistisch ist oder was irgendwie frauenfeindlich ist oder homosexuellenfeindlich oder sonst irgendwas. Oder einfach und nicht mehr den gesellschaftlichen Normen jetzt der heutigen Zeit entspricht. Ja, genau. Dann kann man echt so sich selbst ins Knie schießen sozusagen. Ja. Also muss man eben sich mal schlau machen. Und das hat man ja auch schon mit Tänzerinnen, die eben Sachen getanzt haben, wo sie sich auch nicht schlau gemacht haben und dann sind sie auch ordentlich, durch die Social-Media-Dreck gezogen worden. Ja, das kann eben ganz, ganz schnell nach hinten losgehen und sich dann im Nachgang nochmal zu entschuldigen und sagen, hey, ich habe mich nicht schlau gemacht, sorry. Das ist dann auch nicht mehr so die tolle Entschuldigung, weil man sollte sich vorher schlau machen. Ne? Und es gibt halt wahrscheinlich auch eine andere kulturelle Kunstform, die auch eine ähnliche Geschichte haben wie Swingtanzen. Aber man muss halt einfach sagen, Swingtanzen hat halt einfach eine wirklich besondere Geschichte. Da schwingen so viele Sachen mit. Und damit muss man sich einfach auseinandersetzen. Ne? Also ich sage mal, wenn man jetzt ganz salopp gesagt, wenn man halt gerne Disco Fox tanzt und sich mit der Geschichte des Disco Fox auseinandersetzt, da wird man halt jetzt nicht viel von Diskriminierung von Randgruppen und sonst was mitbekommen. Weiß ich nicht. Ich hoffe jetzt mal nicht. Das ist so mein Vorurteil. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so in der schwarzen Community oder in der, wie auch immer, dass es da so viel getanzt wird. Ich denke eher, es ist ein weißer Tanz. Ja, genau, deswegen. Ne? Und, aber bei ja, Swing kann ja schon mal gibt es so viele Sachen, die man beachten muss.
die dazugehören und wo es herkommt und Aktualitätsbezug und ja. Aber da habe ich so viel gelernt dieses Jahr, also wirklich. Also da kann ich auch nochmal empfehlen, ich gucke gerade nochmal, ich habe gerade nämlich einen Podcast gehört, The Track, und der ist mit Julia Loving, auch eine afroamerikanische Tänzerin und die hat also auch eine Lehrerin, die auch also generell, glaube ich, eine Schule unterrichtet und eben auch Swingtanz unterrichtet. Auch ein sehr cooles Interview, ich bin gerade bei der Hälfte und es hat auch, die spricht halt eben auch davon, dass sie eben in New York getanzt hat und eben auch als schwarze Tänzerin nicht aufgefordert wurde und dass sie da eben ganz viel für die Black Community macht und eben ganz, sich total für einsetzt und das auch an Schulen schon so unterrichtet und diese Inklusivität da eben voranbringt, wo sie auch gemeint hat, Norma Miller hat gefragt, was ist denn diese Inklusivität, was macht die denn immer, um was geht es denn eigentlich für Scheiße nochmal und warum ist es überhaupt ein Thema? Ja, und dann hat sie das halt so ein bisschen erklärt und dann wurde sogar Norma Miller sozusagen ihre Patin oder ihre Unterstützerin in dem Ding und das ist halt eine coole Sache. Also The Track Podcast, schaut gerne mal rein, oder hört gerne mal rein. Sind sehr, sehr interessante Interviews. Ist aber auf Englisch, ne? Das muss man dazu sagen. Ne? Ist auf Englisch. Ja, und was war noch dieses Jahr? Viele, viele Homepages oder digitale Auftritte wurden jetzt endlich mal, sage ich mal, den heutigen Normen entsprechend angepasst. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja wirklich so, ne? Wenn man auf die letzten Jahre immer irgendwie auf Veranstaltungen los war, da haben die Trainer immer gesagt, ja, ich habe auch irgendwie so eine Homepage, die nutze ich nie oder hier mein Internetauftritt, da bin ich nie drauf. Und da muss man sagen, viele, viele, viele Homepages, Internetauftritte wurden erweitert, auch, was wir schon gesagt haben, durch Online-Zugänge, durch Videoclips und das finde ich halt genial. Es gibt da echt, echt viele, die da regelmäßig Videos posten. Auch auf YouTube-Kanälen jetzt ganz neu wieder, ne? Also mehr aufgepimpt sozusagen. Ja, und das ist natürlich mega geil. Das ist halt so als Sahnehäubchen obendrauf, dass das jetzt auch wieder gefüllt wird. Ist natürlich die Frage, wenn die jetzt wieder alle unterwegs sind, ob sie dann auch genug Zeit haben. Aber ich finde sowas immer geil, dass man halt Auftritte von Events nochmal sieht, dass man Übungsphasen sieht, dass man hier mal so einen kleine Show tanzt und so etwas. Ja. Und was halt geil war, also das haben wir ja, glaube ich, das war, glaube ich, das erste Mal, wo wir es zusammen erlebt haben, die Online-Dance-Battles. Ja. Also das war ja das war mega geil. Mega Hammer. Wie sie das auch gemacht haben. Sie haben es ja damals schon im Juni oder Mai gemacht. Da haben wir jetzt gemacht, das erste Rhythm gesehen, ne? Und da sind wir ausgerastet immer. Uptown Rhythm Holiday, keine Ahnung. Jedenfalls war das ja auch schon echt geil gestreamt aus Litauen, aus Vilnius heraus, mit Moderator in Italien sitzend, mit Band aus Litauen, aber auch aus Frankreich. Also ganz crazy. Moderiert hat, ja, ne? Ja, genau. Das war so geil. Ja, ich hatte da so einen Bock drauf. Aus Como heraus, ja. Das war geil. Und dann eben diese Battles, wo sie eben diese vier Fensterchen gemacht haben, mit den Battlen aus verschiedenen Städten und verschiedenen Orten. Also richtig geil. Mir läuft es immer noch den Rücken runter. Das war echt eine geile Sache. Und das eben jetzt auch nochmal mit, was war das? ILHC, glaube ich, ne? Haben sie das auch gemacht. Sau geil. Das ist dann auch so ein, finde ich, so ein neues Format. Ne? So, das ist ja natürlich anders. Du tanzt es live, da passieren natürlich ganz andere Sachen, ganz anderer Druck und so, als wenn du es aufnehmen kannst. Aber das ist halt auch cool. So was es sich. Dance Battles mit aufgenommenen Videos oder Live-Videos ist auch Hammer. Ja, aber das war ja teilweise war ja nicht aufgenommen vorher, sondern es war ja wirklich live. Ne? Genau, also das war jetzt beim ILHC, da war es ja, vorproduziert, sage ich jetzt mal. Ich fand es so lustig in Vilnius, als sie dann eben als einer der, die gebattelt haben, also im Paar, das war ja einer, der auch in der Band gespielt hat. Und das war ja zur Live-Band. Und die Band hat er gerade gespielt, aber halt eben in dem Fall ohne den Posaunisten. Und weil der gerade nebenan, im anderen Raum, hat getanzt, weil ich die Location kenne, wusste ich halt, das ist genau nebenan. Das war so lustig, weil die hatten eigentlich dann auch viel besseren Sound, weil das war ja direkt durch die Wand durch. Und die anderen mussten es über den Computer hören. Das ist also saulustig. Ja, und dann kam er dann danach wieder etwas verschwitzter auf die Bühne und hat wieder weiter gespielt. Sau also, cool. Es gibt halt schon, das muss man ja einfach mal sagen, obwohl es natürlich sautraurig ist, dass es keine Tanzveranstaltung gibt und so. Es gibt schon coole Sachen, die sich entwickelt haben,
die wahrscheinlich auch weiterentwickelt haben. Einige Sachen werden wahrscheinlich so Nischensachen sein. Ich denke, so Train-Togethers und so Online-Come-Togethers werden da sein, aber werden so nischenmäßig sein. Aber da sich jetzt jeder quasi mit digitalen Community, Messenger, Zoom, was weiß ich was, auseinandersetzen musste irgendwie, wird das, denke ich, Einzug halten, ne? Ich denke auch, das wird eher, also am Anfang vor allem, wo es auch, wenn die ersten Workshops wieder öffnen, aber noch diese Unsicherheit ist, ja, kommen denn welche aus dem Land oder dem Land, wird es wahrscheinlich auch noch Hybriden geben, nehme ich ganz stark an. Und das ist auch eine coole Sache, finde ich. Also da kann man coole Sachen aufbauen. Und wenn die Leute, die das organisieren, Bock drauf haben und es halt echt auch gut organisieren und nicht so ein bisschen hingefuscht, dann kann das echt eine geile Sache sein. Ja. Und da freue ich mich drauf. Ich hoffe ja drauf, dass halt mehr und mehr auch nicht riesige Tanzworkshops dann die Party streamen und sowas. Also, ja. Es ist so geil, Live-Musik halt einfach zum Hören, zum Gucken, zum Sehen und sowas. Da habe ich Bock drauf. Darf ich nochmal sagen, apropos Live-Musik, also das finde ich ja auch nochmal ein großes Shoutout an die Swinging Hermelins, die echt jeden Abend um 19 Uhr, jeden Tag streamen. Also ich denke mal, vielleicht ist es sowieso deren Übungszeit, aber ich denke mal, jeden Tag glaube ich jetzt auch nicht. Und das machen die echt geil. Und dann immer auf Donation-Based, eine Stunde lang, glaube ich, mit den Kids, also er trommelt, sie singt. Also es ist, also ich glaube, er spielt auch noch andere Instrumente, aber also das ist einfach Hammer. Aber er singt auch noch und ja, also das ist richtig so gut. Viele, und der was steppt so und viele tanzt, Bands so. Auf die Bühne gestellt haben, ne? Also mit Stream und hier und da. Und ich kenne das ja, mein Bruder, der ist ja hauptberuflich Musiker, der hat gesagt, seit Februar hat er keinen Auftritt gehabt. Also keine Einnahmen, nichts. Und für nächstes Jahr ist auch nichts geplant bisher, weil die Leute ja abwarten, insbesondere die Veranstalter. Und was die auf die Bühne gestellt haben, nur um da uns irgendwie so ein Live-Musik-Erlebnis zu haben. Und wir sind dann halt ja häufig sind ja so, ja, aber ich kann mir ja auch eine MP3 machen, bessere Qualität. Ja, aber es ist ja was anderes. Es ist auch was ganz anderes als live, ne? Es ist was komplett und ich anderes. Und ich glaube, dieses Community-Erlebnis bei diesen Live-Sachen wird noch höher sein. Ich habe es ja erlebt bei dieser Tanzveranstaltung, die wir da für den Christmas Hop gemacht haben. Diese Online-DJ-Dings, das hatten wir ja getestet und du hast das gemacht. War mega das geil. War mega cool. Und wir hatten das gesehen beim ILHC, das haben wir ja kopiert, sage ich jetzt mal. Beim ILHC hatten wir das ja gemacht mit Hunderten von Leuten. Also, ist geil. Ja, also wenn es wirklich über Zoom ist, wo dann wirklich halt sich die anderen gegenseitig sehen können, ist es halt echt so ein Hauch von Socialize-Effekt und das ist halt schon echt nice und ich habe es halt eben so gemacht, dass ich dann eben mal den einen und den anderen mal auf einen großen Screen genommen habe und das bringt eben so ein bisschen, ja, es haben eigentlich alle getanzt, das fand ich so geil. Das war also super, danke an alle, die da waren, es hat mega Spaß gemacht und ich glaube, ihr habt auch gegenseitig auch ein bisschen motiviert und inspiriert und natürlich ist auch nochmal so, wenn man dann sieht, oh, ich bin jetzt gerade auf dem Bildschirm, dann tanze ich jetzt nochmal ein bisschen schöner, nochmal diesen Effekt auch nochmal dabei zu haben. Das ist ja wie immer Socialize, ne? Wenn man merkt, oh, es gucken gerade die Lehrer oder ich bin ja gerade der Einzige auf dem Dancefloor, okay, dann tanze ich jetzt mal ein bisschen noch schöner. Diesen Effekt, das fand ich schon eine ganz coole Sache und es wird halt nicht passieren, wenn man zu Hause einfach mal einen Streaming-Dienst laufen lässt und dann nebenbei das ist ein schönes Lied, naja, komm Schatz, lass mal tanzen. Dann fuschelt man so vor sich hin irgendwie. Ist das kein Wort, aber ist was anderes. Und das haben wir ja sozusagen, das ist ja sozusagen für, wenn wir jetzt zur nächsten Kategorie kommen, wir labern ja auch schon wieder ewig, so was geht weiter? Wir haben auf jeden Fall das so ein bisschen als Testphase genommen, diese Socializing-Party, das wollen wir häufiger eventuell auch mal als aus Podcasts sich machen, dass wir da so Tanzphasen über Zoom haben oder ähnliches. Und gucken, was da läuft und wollen das auch in Hannover so ein bisschen in Anführungsstrichen etablieren, dass sowas halt auch passieren kann. Ne? Dass so, genau. Was geht weiter? Und das werden wir können ja auch mal gucken, wie wir das dann offener machen sozusagen. Vielleicht nicht nur für die Hannoveraner Szene, sondern eben auch ein bisschen offener. genau. das werden wir also mal schauen, wie das ist. Und die Sache ist halt immer, dass es halt sozusagen nicht zu groß breit getreten werden darf, einfach in Deutschland wegen dieser Institution, der wunderschönen GEMA, die es da gibt. GEMA nach Hause. Ist ja auch gut, ne? Dafür verdienen ja auch Künstler, aber man muss halt sagen, GEMA ist eine Sache für sich, das ist halt nicht mitgewachsen mit der aktuellen Realität und es gibt da ganz, ganz viele Probleme. Ja.
Aber das ist eine ganz, da reg ich mich wieder zu sehr auf, wenn ich darüber rede. Er darf mal eine GEMA Lockdown Edition geben können, aber nee, leider nicht. Ja, wie geht es weiter? Ja, wie schon am Anfang angekündigt, wir haben gesucht, was passiert, was gibt es, was wird sein, was können wir machen, wo können wir hinfahren, was können wir vielleicht schon planen? Noch nichts. Also, ja, alle warten genau. Halt ab. Noch nicht so richtig, wir können planen, aber ob diese Planung nicht einfach für die Füße ist, sei dahingestellt. Ne? Also, aber wir haben natürlich klar. Ideen, wir jetzt für uns erstmal als Podcast. Also und, Podcast-Ideen haben wir, werden, keine Angst. Ja, das stimmt. Das denke ich, also die ganzen Ideen, die wir jetzt eben auch schon gesagt haben, alle, die werden wir auch dann, wenn es wieder möglich ist, auch umsetzen und versuchen umzusetzen, wo es möglich ist. Wir hoffen auch natürlich auf eure Unterstützung, falls du jetzt Organizer bist oder sowas. Wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr uns einladet, damit wir oder von eurem Event auch mal auf. Was... Das wäre auch ja, ganz gut. Genau, dass ihr was plant und wann ihr was plant und so weiter. Ich glaube, es ist noch ein bisschen interessant, wie es dann laufen wird. Also siehst du ja im ersten Lockdown, es wird alles um ein Jahr verschoben. So, jetzt wird das ja auch nicht wirklich sein, nehme ich mal an, dass es ein Jahr später einfach die Veranstaltung stattfinden wird. Wie sich dann alles, dieser ganze Rückstau irgendwie wieder auflöst mit den dann aktuellen Sachen. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Und in dem Sinne werden wir auch mal schauen, was überhaupt aus unserer Sicht her möglich sein wird. Wir werden natürlich weiterhin unseren Podcast, wie ihr es gewohnt seid, aufnehmen oder streamen Und wir haben auch noch, wie gesagt, einige Ideen, die wir auch so umsetzen können im Lockdown, auch gar kein Problem. Und darauf freuen wir uns. Und wir würden uns freuen, wenn du da dabei bist. Und wenn der Lockdown wieder aufgehoben wird, dann haben wir noch mehr Ideen. Ja, und eine Sache, die wir auf jeden Fall beibehalten werden, sind die Live-Interviews. Weil das war am Anfang war das immer ein bisschen schwierig, wen interviewen wir denn live? Weil wir sind ja quasi vor Ort. Und das, da haben wir jetzt wissen wir jetzt, wie es technisch geht. Und da werden wir wirklich versuchen, auch mal ganz viele Leute zu interviewen. Wir hatten schon ganz viele Ideen, da wissen wir aber noch nicht ganz genau, wie wir das umsetzen, denn wir haben auch überlegt, ob wir internationale Trainer interviewen, dann allerdings auf Englisch und da wissen wir nicht, wie genau wir das machen, weil wir hatten bisher ja immer die englischen Interviews, hatten wir ja quasi danach nochmal quasi übersetzt besprochen, weil bei englischen Interviews weiß ich auch immer nicht ganz genau, wie gut das dann verstanden wird, aber da sind wir dran. Da haben wir auch schon mit etlichen Trainern gesprochen. Du hattest auch mit Joe Hofberg schon mal, glaube ich, geredet, die ja, ich weiß nicht, ob die immer noch in Berlin gestrandet ist. Ja, ist noch in Berlin, ja, genau. Deswegen werden wir da auch noch weitere Live-Interviews führen, das können wir schon mal sagen. Und da in dieser Online-Szene auch noch uns weiter bewegen. Genau, auch hier nochmal ein Gruß an alle, die wir angesprochen haben, angefragt haben, ob sie mit uns ein Interview machen wollen. Es ist immer noch aktuell. Wir haben uns jetzt lange Zeit nicht mehr gemeldet. Aber wenn du das hörst, du bist immer noch gefragt als Interviewgast und wir kommen auf dich zu, sobald wir eine Lösung dafür haben oder auch wenn wir das zeitlich irgendwie so unterbringen. Weil, wie gesagt, alle zwei Wochen mal ein Interview, dann können wir nicht jetzt erstmal 10 Interviews machen, weil die sind dann irgendwie entweder live oder dann aufgenommen. Und also jedenfalls, wir kommen noch auf dich zu und das ist immer noch eine aktuelle Anfrage und wir würden uns freuen, wenn du mitmachst. Ja, ansonsten, also wir bleiben sozusagen dabei, ne? Ihr bleibt hoffentlich auch dabei. Und ja, Boris, ich habe noch eine Frage für dich. Ist jetzt keine Surprise-Question, aber so. Was war denn für dich so der schönste Moment oder der erinnerungsreichste Moment oder der schönste Moment hier in dem Podcast? Hast du da irgendwas, woran du noch reden kannst, wo du dich da noch so erinnern kannst? Was ist so? Also für mich waren ehrlich gesagt die Interviews schon echt eine richtig, richtig schöne Sache. Also ob es jetzt ein Live-Interview war, ob es ein Live-Interview war oder ob es eben das war, was ich dann meistens ja von mir aus gemacht hatte mit den Trainern, das hat mir so am meisten gegeben. Also ich meine, diese Gespräche zwischen uns ist halt auch eine coole Sache, aber dass wir dann nochmal näher rankommen an die Menschen, mit denen wir tanzen und die ja die ganze Szene so groß gemacht haben, in den letzten Jahren halt schon, bevor wir da waren. Das ist eine tolle Sache und auch nochmal sozusagen ein bisschen in deren Köpfe reinzugucken und einfach so zu sehen, wie sehen die Sache,
also die Szene an sich, den Hintergrund, an was arbeiten die gerade? Das war auch nochmal sehr interessant für mich, weil man ist ja schon eher so, okay, die bringen was bei, also können die ja alles. Aber nein, natürlich nicht. Und dann nochmal zu sehen, okay, was ist gerade dein aktuelles Thema? Und das, finde ich, ist eine saucoole Sache, wo ich hätte fast sagen können, wir machen jetzt nur noch Interviews, weil es einfach so geil ist. Aber das ist es auch nicht. Also die Interviews sind schon cool, aber nur Interviews ist halt auch nicht BDS. Also ich fand halt, Torge hatte ja auch noch geschrieben, diesen Musicality-Beitrag, den fand er ganz toll. Ja. Den fand ich, also natürlich inhaltlich war, hätte man da natürlich noch weitaus mehr machen können, aber es war so vom technischen Aufbau und alles, fand ich das auch sehr interessant, wie wir uns da Das ergänzt stimmt, haben. ja. Und für mich war eigentlich der schönste Moment dieses Community-Feedback. Als wir diese Mail bekommen haben von den Swingjets da aus Offenbach, als die gesagt haben, hier wollt ihr nicht Ja. vorbeikommen, fand ich Hammer. Die Ja, Mails, die das wir war toll. bekommen haben, von Torge oder auch von, jetzt fällt mir den Namen nicht ein, wo dann darauf hingewiesen wurde, auch zum Black History Month, was wir da gesagt haben, wo nochmal Sachen klargestellt wurden. Ja, Von Tobi Tobi oder auch, was? aber da war doch noch diese eine Dame, hat er doch noch geschrieben. Fällt mir, ach, Ach das ist ja auch ja. jetzt schon fast ein Jahr her. Das fand Ja, ich das stimmt. mega. Oder auch, ich fand richtig cool die Kommentare immer unter den Podcasts oder unter den Ja. YouTube-Sachen. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht, Ja, stimmt. da nochmal nachzulesen und so. Das fand ich cool. Also, es war ein schönes, bei mir bist du schön Podcast-Jahr. Ja. Und du bist ja Ja, auch der das stimmt. 31.12. und ihr habt uns jetzt hier fast eine Stunde begleitet, von dem letzten Tag im Jahr. Vielen, vielen Dank dafür. Und Ja, vielen, vielen wir Dank. hoffen einfach, dass wir euch wenigstens ein bisschen Kurzweil geben können, so ein bisschen Information geben können und dann, wenn dann auch noch ein bisschen Entertaining kommt, wenn ihr durch unsere idiotischen Sprüche Ja, durchguckt, dann finden wir das auch noch viel, viel, viel besser. Und wir werden das erstmal auf jeden Fall so weiter handhaben und schauen, was die Zukunft auf jeden bringt und hoffen, dass wir uns vielleicht dann auch irgendwann mal auf der Tanzfläche begegnen. Ja, finde ich sehr, sehr geil. Und ich habe auch echt voll Bock, mal wieder mit dir, Phil, einen Workshop zu machen. Das macht auch echt immer voll Bock. Und vielleicht können wir das auch mal woanders machen als nur zu Hause. Und ja, ich lese gerade auch von Torge ein Feedback. Also danke, dass du dich bei uns Ja, vielen, vielen bedankst. Dank. Und dass es dir gefällt, ist echt toll. Ja, schön. Und also wir finden es echt geil, dass, also jetzt bei uns ist halt jetzt gerade Torge aufgefallen, weil du ja uns einmal geschrieben hast. Und seitdem bist du auch irgendwie Genau gefühlt auch immer richtig. live dabei. Super geil, danke, danke, danke. Sehr, sehr cool. Und ich habe noch mal eine persönliche An Frage an mich. dich, Oh, Phil. ah, ja. Ja, du hattest ja mich am Anfang des Jahres mal gefragt, ob ich in deine persönliche Challenge des Jahres sozusagen, Jahreschallenge einsteigen würde. Und ich wollte einfach mal fragen, ob du denn heute schon 365 Liegestütze Also, gemacht hast. die Challenge, falls ich das mitbekommen habe, war folgende. Pro Tag, also die Anzahl des Tages im Jahr macht man Liegestütz. Also am 1. ist der 1. des Jahres, macht man einen Liegestütz. Und dann irgendwann hat man den 28. Januar, macht man 28 Liegestütz. Und ich habe dann ernsthaft so bis April, Mai, ich weiß nicht, durchgehalten. Aber es ging halt einfach nicht. Ernsthaft. Von der Zeit her oder Der von der Kraft die, her? die, die, ich hatte Muskelkater, meine Gelenke haben Oh ja, wehgetan. Du okay. machst dann ja, was weiß ich, 90 Liegestütze am Tag. So, das ist vielleicht noch nicht so viel, aber das machst du ja Naja. jeden fucking Tag. Ja, So, und eben. es wird ja nicht weniger, es wird immer eine mehr. Und Ja. nee, da habe ich dann aufgegeben, weil mein Bruder hat mir das irgendwie hochgerechnet, dass man dann im Dezember müsste man dann irgendwie, weiß ich gar nicht, irgendwie 9000 Liegestütze Ach hätte man so. dann gemacht. Ich dachte dann, also wenn das dann der 365. Tag ist, machen wir 365 Ja, Liegestütze, oder wie? klar, aber davor hast du ja 364 gemacht Ach so, und davor ja. 363. Du meinst aufs Jahr hochgerechnet dann, Nee, ja, okay. nur auf den Monat hochgerechnet. Also Wenn du das halt muss ja dann jeden immer kumuliert Tag, werden, oder ja, was? nee, du machst jeden Tag, also machst am 365. Tag machst du 365 Liegestütz. Und am Ja. 364. Tag hast du ja schon 364 gemacht. Das heißt, Ja. im Dezember allein Ach so, im hast du Dezember, schon über ja, okay. 9000 Ja. Liegestütz gemacht. So. Das ist krass, Das ja. Ja, aber da darfst du musst es ja nicht erschrecken lassen von der Zahl, sondern als Motivation sehen. Das ist auch das Ja, Ziel der also, Sache. aber meine Motivation war dann so Ende April Mitte des vorbei Jahres und dann vorbei. gedacht so, Okay. nee, Ja.
Schaffe ich nicht mehr. Was ist denn deine nächste Challenge für dieses Jahr? Also für das kommende Jahr? Meine nächste Challenge fürs nächste Jahr, also eine ernsthafte Challenge, ist erstmal hier überhaupt das Haus irgendwie fertig zu bekommen. Das ist schon Challenge genug. Und dann habe ich wirklich die Challenge, dass ich, also man sagt es jedes Jahr, ne? Und ich habe es auch wirklich jahrelang gesagt, dass ich einfach viel, viel mehr tanze. Ja. Das war dieses Jahr, also man kennt das ja so ein bisschen, ne? Jetzt wird es ein bisschen negativ nochmal so gegen den Abschluss, warum auch immer. Jeder von uns hat gedacht, ach, wir haben jetzt Zeit zum Trainieren, ne? Und alles Mögliche und ja. 66.000, fast 800. Ja. Danke, Torge, für die Vorrechnung. Das ist, erschreckt mich jetzt auch. Ja, ne? Also da muss man halt erstmal sehen, dass das nicht so. Ja. Und die Sache ist halt die, ne? man hatte mal vor, man trainiert mehr und alles Mögliche. Ja. Und ja. Was hat man gemacht? Ja, man hat mal trainiert und dann halt nicht. Ja, okay. So. Ja, ist auch eine meiner Vorsätze, aber nicht unbedingt als sozusagen feste Challenge, sozusagen, dass ich jeden Tag mindestens 10 Minuten machen muss. Ich nehme es mir jetzt auch vor, aber es ist auch jetzt nicht schlimm, weil ich es nicht schaffe. Aber für mich ist es auch so eine 100-Dinge-Challenge. Also man kennt ja vielleicht dieses 100-Dinge-Dingens von Minimalismus-Gedanken, ja. Dass man nur 100 Dinge besitzt. Und da ich ja jetzt umziehen werde, habe ich jetzt mir mal vorgenommen, ich nehme erstmal sozusagen das raus aus den Kartons, was ich brauche. Und was nach einem Jahr immer noch im Karton drin ist, kommt halt weg. Gute Idee. Gute Idee. Und ich habe auch eine digitale Ausmist-Challenge, weil ich habe irgendwie 2 komplett volle Computer plus externe Festplatten. Das geht so nicht. Und da werde ich auch das eben, was du mit Liegestützen machst, immer jetzt mit Dateien machen. Also eine immer Dateien löschen. Dann, immer eine Datei mehr löschen. Ich glaube, 66.000 Dateien sind dann weg. Ja, das würde doch hoffentlich ein bisschen Platz bringen. Ja, schön. Das muss ja nicht immer so, jetzt muss ich alles löschen, da habe ich gar keine Zeit für nichts mehr, sondern nein, ich mache mir einmal kurz, okay, was kann ich löschen? Okay, weg, so erledigt. Und das ist so meine Idee für das. Ja, ja, was ich mir und euch allen auch, die jetzt gerade zuhören oder die es später hören, zuhören, auf jeden Fall fürs nächste Jahr wünsche, das ist natürlich erstmal Gesundheit, ist ja klar, ja. Dass wir alle da irgendwie gut durchkommen. Und ich wünsche mir immer für alle, dass man die Vorsätze, man kennt es ja, Vorsätze werden gemacht und nicht eingehalten, sondern dass man irgendwie sich Umsetzungen überlegt ja, und dann wenigstens dann eine davon schafft. Also es war ein tolles Jahr mit euch. Es war auch ein bisschen beschissenes Jahr draußen. Ja, draußen. Wir haben jetzt einmal alles durch, uns kann nichts mehr erschüttern. Und, ja, und wir hoffen, dass du auch jetzt heute Abend eine schönen Abend hast sozusagen. Also es gibt schön reinkommst. Es gibt ja einige Bereiche in Deutschland, wo eben auch Ausgangssperre herrscht. Also auch da, wo ich gerade bin. Wir dürfen, glaube ich, nicht rausgehen um 0 Uhr. Aber da, wo du bist, stoß einfach mit den Leuten an, die du hast oder mit deinen Haustieren oder mit deinem Spiegelbild, wie auch immer. Und hab einfach eine schöne Zeit und genieße es. Und das nächste Jahr wird anders als dieses. Ja. Und wir wünschen euch nur das Beste. Bleibt dran und dann bleibt uns nur noch eins zu sagen, ne? Ja. Dann sagen wir mal. Und freeze. Man, look out, man. That's a killer. Oh, man, that's a killer. Let's play that again, man. Got to do it.